Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz am Anfang dieser Woche. Ich begrüße recht herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen heute mit einer Nachlieferung des Auswärtigen Amtes von der Herr Burger Regierungspressekonferenz am Freitag zum Thema Fachkräftesicherung. Ich würde das vorziehen, sonst gibt es nichts Aktives von vorn und dann haben wir einen breiten Strauß an Themen, soweit ich das schon vorher gesehen habe. Aber erstmal Herr Burger. Vielen Dank. Ja, in der Regierungspressekonferenz am vergangenen Freitag hatten wir eine Nachlieferung zum Thema Fachkräfteeinwanderung und Wartezeiten im Visaverfahren angekündigt. Ihre Fragen bezogen sich alle auf nationale Visa, also Visa zum Daueraufenthalt in Deutschland. Das würde ich zunächst einmal gerne einordnen. Unsere Auslandsvertretungen haben weltweit im Jahr 2022 444.000 Anträge auf nationale Visa bearbeitet. Das ist eine Steigerung von 15% im Vergleich zu 2019, also dem letzten Jahr vor der Pandemie, wo ein solcher Vergleich überhaupt sinnvoll ist. Und die beiden größten Kategorien für nationale Visa sind Visa zur Erwerbstätigkeit und zur Familienzusammenführung. Bei solchen nationalen Visa findet in der Regel eine Beteiligung von innerdeutschen Behörden statt. Das ist bei Familienzusammenführung und vielen anderen Aufenthaltszwecken die zuständige innerdeutsche Auslandsbehörde. Die muss zum Beispiel auch zustimmen für ein Visum zum Studium in Deutschland. Und bei Aufenthaltszwecken, die eine Erwerbstätigkeit als Grundlage haben, zusätzlich noch die Bundesagentur für Arbeit. Die Bearbeitungsdauer von nationalen Visa hängt deshalb neben den Terminwartezeiten und personellen Kapazitäten der Auslandsvertretung immer auch von den Kapazitäten der innerdeutschen Behörden ab. Im Rahmen des gemeinsamen Besuchs des Bundeskanzlers und der Außenministerin beim Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten vor einigen Wochen wurde bereits besprochen, ein modernes Einwanderungsland braucht ein modernes Aufenthaltsrecht, das mit einem zeitgemäßen und unbürokratischen Visumverfahren umgesetzt wird. Wir brauchen daher schlanke und möglichst unbürokratische Verfahren bei der Visumserteilung, die unser Land für Fachkräfte attraktiv machen. Nur so werden wir im weltweiten Wettbewerb um die besten Kräfte bestehen. Vieles davon ist in dem Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vom 29.03. und dem Entwurf einer entsprechenden Verordnung bereits umgesetzt. Bei anderen Punkten sehen wir noch weitere Möglichkeiten und stehen daher auch mit den anderen Ressorts und den Ländern dazu im Kontakt. Die Außenministerin hat dazu auch intern einen Aktionsplan Visabeschleunigung gebilligt, wo wir in verschiedenen Arbeitsfeldern, sowohl was unsere internen Möglichkeiten angeht, als auch was die Vernetzung mit den innerdeutschen Behörden angeht, auf weitere Vereinfachungen drängen. Das fängt übrigens schon bei der Frage an, braucht man überhaupt ein Visum zur Fachkräfteeinwanderung? Es gibt schon jetzt eine ganze Reihe von Ländern, aus denen man visafrei nach Deutschland einreisen und eine Arbeit aufnehmen kann. Deswegen gehört dazu auch die Frage, können wir für weitere Länder das Visaverfahren als Nadelöhr einfach abschaffen? Bei dem Besuch von Bundeskanzler und Außenministerin wurde konkreter Handlungsbedarf in drei Bereichen besprochen. Eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes an den Auslandsvertretungen, eine verbesserte und beschleunigte Zusammenarbeit mit den Inlandsbehörden und die Digitalisierung der Verfahren. In allen drei Bereichen haben wir bereits Maßnahmen getroffen und arbeiten daran, das weiter auszubauen. Wir weiten auch die personellen Kapazitäten des BFAA aus, vertiefen die dortige Expertise und setzen uns für eine engere Verzahnung mit den Inlandsbehörden ein. Unser Ziel ist es, ab 2024 ca. 100.000 jährlich im BFAA bearbeitete Visa zu erreichen und damit die dort bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Jahren zu vervierfachen. Trotz zahlreicher Maßnahmen und Personalzuwächse in den letzten Jahren haben wir konnte der Output an bearbeiteten nationalen Visa seit 2015 zwar um fast 60% gesteigert werden und vielerorts Terminwartezeiten deutlich abgesenkt werden, dennoch steht dem in vielen Teilen der Welt ein anhaltend wachsender Migrationsdruck entgegen und ein immer noch komplexes Aufenthaltsrecht, was in vielen Fällen aus der Vergangenheit noch zu sehr auf die Abwehr von Einwanderung ausgerichtet war, dem möchten wir jetzt einen Wechsel verpassen und arbeiten deswegen gemeinsam an einem neuen, modernen Einwanderungsrecht mit einem dazu passenden Visumverfahren. Danke dafür. Dazu gibt es auch dann gleich noch mal Fragen. Frau Fehnohr hat die erste. Genau, und zwar wollte ich wissen, wie viele Visa wurden denn inzwischen für türkische und syrische Opfer der Erdbebengebiete erteilt, damit sie nach Deutschland kommen können?
Dazu muss ich Ihnen die aktuelle Zahl nachreichen. Das geht aber bestimmt ganz schnell. Vielleicht schaffen wir das sogar im Laufe der Veranstaltung. Ja. Herr Steiner hatte noch eine Nachfrage. Genau, ich gehörte ja zu den Fragestellern am Freitag, auf die das eine Nachlieferung ist. Wir hatten auch nach konkreten Zahlen gefragt. Können Sie vielleicht erstmal kurz schildern, wie viele Visa tatsächlich momentan durch das BFAA bearbeitet werden, beziehungsweise wurden im vergangenen Jahr und wie lang die Bearbeitungsdauer momentan ist? Wie gesagt, zu den Bearbeitungsdauer, also ich hatte gesagt, wir möchten eine Zahl von 100.000 pro Jahr erreichen im BFAA. Das ist eine Vervierfachung. Wir sind also derzeit in der Größenordnung von 25.000 Visa im Jahr, die im BFAA bearbeitet werden. Was die Bearbeitungszeiten angeht, habe ich ja gerade ausgeführt, da ist es nicht sinnvoll, mit Durchschnittszeiten zu arbeiten, weil die von Einzelfall zu Einzelfall die Fälle, die Bearbeitungsdauern einfach extrem auseinandergehen. Der Regelfall derzeit ist im Bereich Fachkräfteeinwanderung, dass man einen Antragstermin innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen bekommt, mit ganz wenigen Ausnahmen von vereinzelten Auslandsvertretungen, wo uns das derzeit nicht gelingt. Im Verfahren, habe ich gerade ausgeführt, ist es häufig so, dass inländische Behörden beteiligt werden müssen. Das kann von wenigen Tagen, im Regelfall 3 Wochen, bis zu einem Jahr dauern, weil die Überlastung in einigen Ausländerbehörden in Deutschland eben auch so ausgeprägt ist, dass teilweise Rückmeldungen tatsächlich erst nach sehr langer Zeit bekommen. Wir haben tatsächlich derzeit auch noch den Zustand, dass Anträge in unseren Auslandsvertretungen in Papierform, wäschekörbeweise gesammelt, in Postsäcken nach Deutschland geschickt, dort wiederum an die Ausländerbehörden in Papierform weitergeschickt werden müssen und dadurch allein durch diesen Postweg sehr viel Zeit verloren geht. Wir sind auf gutem Weg, dass wir dieses Verfahren bis Jahresende beenden können und dass der komplette Austausch mit den Ausländerbehörden in dieser Form in Zukunft digital stattfindet. Aber deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir gemeinsam mit allen beteiligten Behörden jetzt im Verfahren schauen, wo sind vielleicht auch Beteiligungsschritte, die wir gar nicht mehr brauchen. Ein Beispiel, das die Außenministerin bei dem Termin in Brandenburg genannt hat, ist beispielsweise, wenn jemand aus dem Ausland zum Studium nach Deutschland kommen möchte, muss dort im Regelfall die Ausländerbehörde an dem Ort der Hochschule beteiligt werden. Es ist nun aber die Lebenserfahrung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die zuständige Ausländerbehörde, ich sage jetzt mal im Landratsamt Ravensburg, etwas über einen Antragsteller weiß, der an der Hochschule ist, nicht studieren möchte, aber aus Usbekistan kommt, ist relativ gering. Trotzdem ist diese Beteiligung im Moment vorgesehen und man muss sich überlegen, ob man dieses Beteiligungsverfahren eigentlich noch braucht oder ob man es zumindest so umgestalten kann, dass dadurch keine Zeitverzögerung im Verfahren entsteht. Noch eine Nachfrage zu den Zahlen, weil Sie eben gesagt haben, vergangenes Jahr gab es 444.000 Anträge, wenn ich es richtig notiert habe, aber nur 25.000 sind beim BFAA anhängig. Habe ich das richtig verstanden oder sind nur 25.000 beschieden worden? Nee, das sind tatsächlich die Zahlen, die ich genannt habe. Ich habe gesagt, 444.000 Anträge wurden bearbeitet. Da geht es nun um alle nationalen Visa-Kategorien, also Visa zum Daueraufenthalt, einschließlich Fachkräfte, also beziehungsweise Erwerbstätigkeit und Familienzusammenführung. Zu den nationalen Visa gehören aber beispielsweise auch Visa zum Studium in Deutschland. Und dafür gilt diese Zahl 444.000. Sie hatten sich am Freitag auch erkundigt nach der Zahl 250.000. Das ist tatsächlich eine Prognose der Anträge, die wir im Zeitraum von einem Jahr in Zukunft im Rahmen der Fachkräfteeinwanderung erwarten, sowohl für die Fachkräfteeinwanderung, also die Personen, die als Fachkräfte kommen an sich, als auch für den Familiennachzug zu Fachkräften. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Themen, die mir auch teilweise vorab genannt wurden, häufig genannt. Damit beginnen wir auch gleich. Ist das Thema Grundsicherung. Mir wurde unter anderem aber auch genannt das Thema Heizungen und der Besuch von Minister Habeck in der Ukraine. Aber wir beginnen mit der Kindergrundsicherung. Und die erste Frage hat Herr Küstner. Ja, genau. Frage zu dem Thema, zur Diskussion, / Streit in der Regierungskoalition. Der Bundesfinanzminister hat ja am Wochenende klargestellt, hier drüben bin ich, dass er im Bundeshaushalt im Moment keinen Spielraum sieht, um eine solche Kindergrundsicherung zu finanzieren. Frage
an das Finanzministerium. Ist das eine kategorische Absage von Herrn Lindner an die Kindergrundsicherung oder meint er damit die derzeitigen Pläne und Zahlen, die kursieren? Also da würde ich Sie gern grundsätzlich auf den Wortlaut des Ministers gestern im Interview mit der Bild am Sonntag verweisen, wo er einfach noch mal darauf hingewiesen hat, was an familienpolitischen Leistungen jetzt schon alles umgesetzt wurde und in diesem Zusammenhang erwähnt hatte, dass es bereits eine Erhöhung um 7 Milliarden jährlich gegeben hat. Und im Übrigen gilt es jetzt zu dem konkreten Vorhaben, dass dieses sich in der Haushaltsplanung abbilden muss und die Verhandlungen insofern abzuwarten sind. Nachfrage? Ja, deshalb, genauso hatte ich es verstanden und gelesen. Daher nochmal die Frage, also keine kategorische Absage an die Kindergrundsicherung. Also wenn Sie das so verstanden haben, dann das ist Ihre Bewertung. Ich kann jetzt für das BMF nur sagen, dass die Verhandlungen, wie gesagt, laufen. Der Haushalt wird weiterhin aufgestellt. Die Kindergrundsicherung befindet sich noch in der Abstimmung. Nach meinem Verständnis, oder ich, keine klare Absage, aber wie gesagt, die Verhandlungen laufen. Herr Steiner? Ja, dafür hätte ich gerne noch das BMF-SFJ in der ersten Reihe, wenn das geht. Dann warten wir kurz auf den Sitzplatzwechsel. Ja, ich würde gerne wissen, woran es denn aus Sicht des BMF-SFJ hapert. Gibt es tatsächlich Probleme bei der Gegenfinanzierung der geplanten Kindergrundsicherung an das BMF-SFJ und an Frau Hoffmann? Die Frage, im Koalitionsvertrag steht es ja unmissverständlich drin, dafür führen wir eine Kindergrundsicherung ein. Das ist kein Prüfen wir, sondern das ist ein Werden wir. Hält der Kanzler daran fest? Ich kann gerne anfangen und das mit einem klaren Ja beantworten. Die Bundesregierung hat sich, genau wie Sie gesagt haben, im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Das ist mehrfach bekräftigt worden und das wird auch so kommen. Und jetzt arbeiten wir an der konkreten Ausgestaltung. Dabei ist es hilfreich, dass bereits einige Leistungen vereinbart worden sind. Wie Sie wissen, Erhöhung des Kindergeldes, vieles andere. Ich muss das jetzt nicht alles hier aufzählen. Das ist aus Sicht des Bundeskanzlers eine sehr gute Grundlage. Und jetzt wird weiter darüber diskutiert, wie diese Kindergrundsicherung im Einzelnen ausgestaltet wird. Ja, Sie haben nach Vorschlag oder nach einer Gegenfinanzierung gefragt. Dazu hat die Ministerin ja schon einen Vorschlag unterbreitet. Der liegt auf dem Tisch. Da geht es um die Kinderfreibeträge. Und vielleicht nur noch mal der Hinweis zu der ganzen Diskussion. Die Ministerin hat sich ja gestern auch dazu geäußert, hat noch mal auf das Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland hingewiesen, hat deutlich gemacht, was Frau Hoffmann eben gerade auch noch mal gesagt hat, dass diese Regierung sich vorgenommen hat, die Kindergrundsicherung einzuführen, dass sie sich dazu auch im Koalitionsvertrag geeinigt haben und es dort festgeschrieben ist. Und konkret hat sie gesagt, vor dem Hintergrund der hohen Inflation ist die Erhöhung des Kindergeldes ein wichtiger Schritt. Aber das allein ist nicht genug. Die notwendigen Kosten für die Kindergrundsicherung können damit nicht verrechnet werden. Um das Antragsverfahren deutlich zu erleichtern und mehr Kinder aus der Armut zu holen, muss die Kindergrundsicherung ausreichend finanziert werden. 12 Milliarden Euro sind hierfür eher eine Untergrenze. Dann nochmal die Frage ans BMF an der Stelle. Was genau ist es denn, was dem Finanzminister an der Stelle am Finanzierungsvorschlag noch fehlt? Also wie gesagt, muss sich das Vorhaben einfach insgesamt in der Haushaltsplanung wiederfinden. Und der Bundeshaushalt ist ja dann am Ende des Tages ein Gesamtstück, das steht, wo alle Ausgaben auch alle Einnahmen decken und umgekehrt. Und jetzt hier zur Kindergrundsicherung, wie gesagt, da müssen jetzt auch die Verhandlungen abzuwarten bleiben. Es geht ja auch darum, dass man sich darüber verständigt, was versteht man darunter, und das bleibt abzuwarten. Die nächste Frage hat Herr Lange. Ja,
Frau Megenda, welche Summen sind denn noch, stehen denn noch im Raum, welche großen Brocken außerhalb der Kindergrundsicherung, also wo hakt es noch, um die Deckungsgleichheit herzustellen, und welchen Zeitplan verfolgt der Minister eigentlich? Er will offenbar oder kann keine Eckpunkte vorstellen. Wann soll das alles passieren? Noch vor der Sommerpause, nach der Sommerpause? Welchen Zeitplan gibt es da? Danke. Ja, danke. Ich würde sonst mit Ihrer letzten Frage anfangen zum Haushalt. Da kann ich Ihnen quasi insofern keinen neuen Stand mitteilen, als weiterhin der Stand ist, dass wir im Sommer einen Regierungsentwurf für den Haushalt 24 und der Finanzplanung bis 27 einen Entwurf vorlegen werden. Die Gespräche führt das BMF dafür mit den Ressorts und dem Bundeskanzleramt. Wie Sie richtig gesagt haben, ist jetzt quasi auf dem Weg dahin, hat sich als geändert, dass als Zwischenschritt keine Eckwerte vorgelegt werden. Rechtlich ist dies auch nicht erforderlich quasi. Rechtlich ist vorgesehen, dass eben der Entwurf für den Haushalt vorgelegt werden muss, und das wird auch erfolgen. Wie gesagt, da steht weiterhin der Termin im Sommer. Und jetzt zu Ihrer ersten Frage. Da haben ja auch immer mal wieder bestimmte Posten, wo in der Öffentlichkeit sind, kursiert. Wurde ja auch mehrmals irgendwie die Zahl genannt, 70 Milliarden an Extraforderungen, die Ressorts gestellt haben. Davon ein Teil die Kindergrundsicherung. Aber ich glaube, es ist jetzt an dieser Stelle nicht zielführend, jetzt die einzelnen Posten näher zu beleuchten. Das bleibt jetzt alles den Verhandlungen, wie gesagt, abzuwarten. Nachfrage? Also für mich wäre es schon sehr zielführend, wenn Sie zumindest ein paar Posten, also erstmal können Sie die 70 Milliarden bestätigen, die also offenbar da über dem Durst auf der Rechnung stehen, und vielleicht zumindest zwei, drei größere Brocken. Was ist zum Beispiel mit dem Erweiterungsbau des Kanzleramtes? Ja, danke. Also die Haushaltsverhandlungen werden ja für den Regierungsentwurf, ja auch für die Eckwerte intern geführt. Deswegen bitte ich jetzt um Verständnis, dass wenn jetzt einzelne Zahlen nach außen gekommen sind, dass ich die jetzt trotzdem nicht im Einzelnen hier bestätigen werde. Ich glaube, einzelne Forderungen sind bekannt. Die muss ich jetzt nicht hier wiederholen. Auch zum Bau des Bundeskanzleramts. Ich meine, da sind auch schon einzelne Zahlen in der Öffentlichkeit mal kursiert gewesen. Da können Sie sich dann wahrscheinlich selber das nochmal zusammenrechnen. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ach so. Nee, wir sind immer noch beim gleichen Thema. Genau. Ich arbeite bloß die Liste ab. Genau. Also Thema ist Kindergrundsicherung, und irgendwie sind wir damit auch beim Haushalt gelandet. Aber ich glaube, das steht schon in einem Sinnzusammenhang. Jetzt sind Sie dran. Gabel, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Nochmal zur Kindergrundsicherung ans Familienministerium. Ist die Kindergrundsicherung denn für 2024 schon haushaltsrelevant? Und wenn ja, inwiefern? Und vielleicht noch eine Verständnisfrage, nochmal ganz allgemein die Frage. Die 12 Milliarden plus X sind ja genannt worden. Bestandteil ist ja das bisherige Kindergeld, Kinderzuschlag. Können Sie da nochmal sagen, 7 Milliarden, 3 Milliarden, und was wäre dann noch die weitere Summe? Also zu der Zusammensetzung der 12 Milliarden kann ich Ihnen keine einzelnen Zahlen nennen. Das ist eine komplexe Rechnung, und da können wir jetzt keine einzelnen Posten auflisten. Sagen Sie mir freundlicherweise die andere Frage. 2024. 2024, ja, ist haushaltsrelevant, allerdings in einer mit einer sehr niedrigen Summe, die ist angemeldet. Ich müsste jetzt nachgucken, bevor ich Ihnen was Falsches sage, kann ich Ihnen wahrscheinlich gleich nachliefern. Es handelt sich aber nicht um eine hohe Summe dafür. Und das wären dann Planungskosten, oder wie kann man das verstehen? Genau, also die Einführung einer solchen Leistung muss ja vorbereitet werden. Sie wissen, es ist ein großes Digitalisierungsprojekt. Die Zusammenfassung der Leistungen, die ja bisher auch sozusagen von unterschiedlichen Behörden
ausgezahlt werden und bearbeitet werden. Das alles muss eben vorbereitet werden. Dafür bedarf es etwas Geld. Das ist aber, wie gesagt, nicht besonders hoch. Ich hoffe, ich kann Ihnen gleich noch mal eine ungefähre Summe nennen. Vielleicht schaffen wir es noch eine allerletzte Nachfrage. Ich habe noch viele andere Fragesteller. Ja? Kurz die Nachfrage. Aber in den 12 Milliarden plus X ist auf jeden Fall das bisherige Kindergeld dabei. Ja. Gut. Vielleicht schaffen wir die Nachlieferung noch im Zuge des Themas. Ich habe noch einige Fragesteller auf der Liste. Frau Fienohr ist die nächste. Das geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Und zwar, Frau Paus dringt ja schon sehr darauf, dass das eben eigentlich in diesen Eckwerten drin ist, diese Kindergrundsicherung, und bis dahin eine Einigung kommt. Wenn das aber jetzt, also als Verständnisfrage, wenn das aber erst für den Folgeetat eigentlich wirklich relevant wird, ist für mich so ein bisschen die Frage, warum Frau Paus da so sehr gerade drauf dringt. Ist es dann diese Vorbereitung, von der Sie eben gesprochen haben? Es geht ja um die grundsätzliche Frage, kommt die Kindergrundsicherung oder kommt sie nicht? Und wie gesagt, man muss die Kindergrundsicherung als neue umfassende Familienleistung vorbereiten. Die Hauptkosten werden aber natürlich erst 2025 anfallen mit Einführung der Kindergrundsicherung, wenn sie ausgezahlt wird. Und im Summe der Finanzplanung haben wir dann eben diese 12 Milliarden für 2025 angemeldet. Das heißt aber, an sich ist es gar nicht so sehr an den aktuellen Haushaltsstreit oder die aktuelle Haushaltsdebatte gekoppelt, weil es ja eigentlich erst um den Folgeetat geht. Eine zeitliche Abhängigkeit gibt es in dem Fall ja eigentlich nicht. Die Frage müssten Sie jetzt eigentlich eher ans Finanzministerium richten. Wie gesagt, für 2024 haben wir Kosten angemeldet, die sind aber nicht das Problem, sondern im Finanzministerium gibt es ja offenbar andere Ansichten, was die Kosten für 2025 angeht. Kann das Finanzministerium der Kollegin helfen? Also ja, wenn das ist so, dass für 24 es dann nicht um einen hohen Betrag für die Kindergrundsicherung geht. Aber natürlich hätte ich auch gesagt, es geht ja um die Beratung Regierungsentwurf 24 und Finanzplanung bis 27. Herr Jessen hat die nächste Frage. Ja, Frage ans BMF. Sie sagten vorhin, man müsse nun mal gucken, was eigentlich alles dazugehöre zur Kindergrundsicherung. Ehrlich gesagt, das verblüfft mich ein wenig, wenn Koalitionsparteien so einen Terminus als zentrale Aufgabe in den Koalitionsvertrag schreiben, dann gehe ich davon aus, dass Sie wissen, wovon Sie reden und was Sie darunter verstehen. Könnten Sie uns vielleicht jetzt sagen, was der Finanzminister als wesentliche Elemente der Kindergrundsicherung betrachtet, oder weiß er das auch noch nicht? Da kann ich Ihnen jetzt, tut mir leid, kann ich Ihnen jetzt nichts Näheres zu mitteilen. Wie gesagt, der Minister hatte sich gestern im Interview dazu geäußert, dass das steht jetzt erstmal für sich, und die Beratungen innerhalb der Bundesregierung dauern dazu noch an. Okay, also ich werte das so, dass Sie im Moment nicht in der Lage sind, zu definieren, was der Finanzminister unter Kindergrundsicherung versteht, die als zentrale Aufgabe im Koalitionsvertrag steht. Frau Hoffmann, hat der Kanzler eine Vorstellung davon, was alles zur Kindergrundsicherung gehört? Können Sie uns diese Elemente nennen? Frage 1 würde ich mit Ja beantworten und Frage 2 leider mit Nein. Also natürlich hat der Kanzler eine Vorstellung davon, aber es hat sich eben in der Regierungsarbeit als sehr gut erwiesen, wenn ein solches Projekt in der Abstimmung ist zwischen den einzelnen Ministerien, dass wir dann nicht vor Festlegungen treffen, sondern das intern miteinander beraten, wie das dann genau ausgestaltet wird. Herr Küstner hat die nächste Frage. Ja, das schließt direkt daran an, Frau Hoffmann, weil Sie ja so ein klares Bekenntnis abgegeben hatten zur Kindergrundsicherung. Hat denn der Kanzler vor, sich in diesen Streit zwischen den Ministerien einzuschalten? Oder ist er da ohnehin schon hinter den Kulissen involviert, oder lässt er das jetzt erstmal laufen?
Ich tue mich schon immer schwer mit der Zuschreibung als Streit, wenn innerhalb eines Abstimmungsprozesses der Regierung da von unterschiedlichen Parteien, die die Regierung tragen, unterschiedliche Vorstellungen eingebracht werden und das miteinander ausgehandelt wird, wie man da zu einem Konsens kommen kann. Und der Bundeskanzler ist selbstverständlich auch in diese Prozesse involviert, natürlich. Herr Feldhoff? Hat sich erledigt. Dann habe ich Herrn Steiner nochmal. Nebenbemerkung, erstmal erstaunlich, wie viel hier heute nicht klar ist auf Seiten der Regierungsbank. Aber Frau Megender, Sie haben eben was sehr Klares gesagt, nämlich, dass die Eckwerte nicht kommen. Das war am Freitag hier noch nicht klar. Ist das jetzt so, dass keine Eckwerte kommen werden? Und Frau Hoffmann, ist der Kanzler dann damit zufrieden? Ja, genau, das haben Sie richtig verstanden. Der Minister hatte sich auch gestern dahingehend in einem Interview geäußert. Wie gesagt, die Eckwerte sind ja auch quasi ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Regierungsentwurf. Und an dem wird, wie üblich, weiter verhandelt. Und er wird dann auch im Sommer vorgelegt werden. Ja, also von Seiten des Bundeskanzlers kann ich das an dieser Stelle nur bestätigen, was der Finanzminister angekündigt hat, nämlich, dass es keine Eckwerte geben wird. Die sind ja in der Vergangenheit häufig ein Mittel bei der Aufstellung des Haushalts gewesen, aber es gibt keinen juristischen Zwang, diese Eckwerte aufzustellen. Und es wird jetzt so sein, dass der Haushaltsentwurf wie geplant regulär im Juni vorliegen wird. Die Frage war, ob er damit zufrieden ist. Ich nehme nicht wahr, dass er das jetzt als gravierendes Problem ansieht. Herr Krämer? Jetzt, Frau Hoffmann hat so ein bisschen gesagt, ich wollte Frau Megender noch mal fragen zur Aufstellung des Haushaltes. Sie hatten nur vage von Sommer gesprochen. In den eigenen Terminen des Finanzministeriums, Monatsbericht, steht exakt der 21. Juni dafür drin. Gilt dieses Datum noch oder ist das jetzt durch die Formulierung im Sommer aufgehoben? Nee, der gilt noch. Dann habe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen mehr. Aber bevor wir es wechseln, gucke ich noch mal zum Familienministerium. Die Nachlieferung der Zahl, haben Sie die? Ich liefere nach. Dann nehmen wir die später. Und bevor wir das Thema wechseln, hat aber das Auswärtige Amt noch die eine Zahl zum Nachliefern. Ja, vielen Dank. Sie hatten gefragt nach den Visa, die für Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien in dem erleichterten, vereinfachten Verfahren erteilt wurden. Das sind mit Stand vom 31. März 7.652 ausgestellte Visa, davon 6.567 Schengen-Visa im vereinfachten Verfahren und 1.085 nationale Visa, also Visa im Rahmen der Familienzusammenführung, die hauptsächlich für syrische Staatsangehörige zum Einsatz kommen. Vielen Dank. Dann machen wir ein neues Thema auf. Das Thema war Heizungen und die erste Frage hat Herr Krämer. Da ist das Mikro noch an. Ich würde gerne Frau Hoffmann fragen, ob es einen Zeitplan gibt, bis wann die soziale Abfederung geeint sein soll. Die soziale Abfederung gehört ja zu dem Gesetzentwurf dazu und im Moment sind wir ja dabei, dass dieser Gesetzentwurf in die Länder- und Verbändeanhörung geht. Und Sie haben bis Ostern die Möglichkeit, da etwaige Anmerkungen dazu vorzubringen. Ziel ist ja, dass der Gesetzentwurf noch im April im Kabinett beschlossen werden soll. Dann zu diesem Thema Frau Kleber. Ich habe eine Frage ans BMWK und zwar der Gesetzentwurf sieht auch vor, Menschen, die älter als 80 Jahre sind, von der Pflicht zu befreien, die Heizung auszutauschen. Woher kommt diese Zahl? Warum glaubt man, dass im Wirtschaftsministerium, dass es gerecht wäre, auch gegenüber beispielsweise einer 79-Jährigen? Ja, vielen Dank. Also zunächst vielleicht nochmal zur Einordnung. Der Gesetzentwurf ist heute in die Länder- und Verbändeanhörung gegangen. Wir haben ihn auch auf der Website veröffentlicht und auch noch viele ergänzende Informationen bereitgestellt. Und in den Verhandlungen und in den Ressortgesprächen der letzten Wochen ging es eben darum, nochmal zwei Dinge zu erreichen. Zum einen deutlich zu machen, der Neubau ist das Entscheidende. Also ab 01.01.2024
soll möglichst jede neue Heizung im Neubau auf mindestens 65% erneuerbare umgestellt werden. Also das ganz zentrale Signal für den Neubau herauszuarbeiten, denn das ist ja letztlich zentral. Wenn ich heute die Heizung einbaue, dann läuft sie eben noch viele, viele Jahre. Und deswegen ist da jetzt es wichtig, den Hebel für die Wärmewende zu setzen. Und der zweite Bereich, und das betrifft Ihre Frage, war eben nochmal, es eben sozial verträglicher auszugestalten, Übergangsfristen nochmal zu schaffen, Ausnahmetatbestände anzugehen. Und so wurde eben für einen bestimmten Fall, den Sie beschreiben, nämlich den Fall der sogenannten Heizungshavarie, also ich habe eine bestehende Heizung, beispielsweise eine Gasheizung, und die geht eben kaputt, dann kann sie zunächst mal repariert werden. Wenn das aber eben nicht möglich ist, weil sie irreparabel ist, dann wurde diese Ausnahme für Menschen über 80 Jahre im Gesetzentwurf hineingebracht, um eben zu sagen, dass hier dann keine zusätzlichen Lasten nochmal entstehen sollen mit Blick auf das hohe Lebensalter. Das war das Ergebnis der Ressortgespräche, hier eben nochmal eine weitere Übergangsfrist für den Fall der Heizungshavarie in das Gesetz einzufügen. Können Sie vielleicht noch mal darauf eingehen, woher diese Zahl 80 kommt und warum das Alter nicht früher festgelegt wurde? Naja, es gab den Wunsch, dass man sagt, es gibt in Deutschland viel Eigenheimbesitz im Alter von Menschen, die mittlerweile schon sehr hoch betagt sind. Und da einfach eine Ausnahme zu schaffen für den Fall, dass die Heizung wirklich irreparabel kaputt geht. Und da hat man dann eben die Zahl des Lebensalters 80 Jahre genommen. Jede Größenordnung sozusagen ab XX Lebensalter wird immer sozusagen eine Zahl brauchen, die man dann benennt. Und das Ergebnis war eben, dass man sagt, man nimmt die Zahl von 80 Jahren Lebensalter, weil man es in diesem Alter einfach nicht mehr zumuten will, dann noch in dem Fall der Heizungshavarie nochmal den Umbau hin zu 65% Erneuerbaren vorzunehmen. Das mit zuständige Ministerium hat sich nach vorne gesetzt. Dann hätte ich das gerne als Ergänzung dazu. Genau, ich würde noch vielleicht ergänzen wollen, dass es bislang schon im GEG die Ausnahme gab. Also Folgendes, egal ob man 35 ist, 68 oder 79, man kann bei der dafür zuständigen, nach Landesrecht dafür zuständigen Behörde eine Ausnahme beantragen. Das sind, diese Behörden sind in den allermeisten Fällen die Beaufsichtsbehörden der Länder. Vorausgesetzt, die Person kann dann nachweisen, dass ein Austausch finanziell unter keinen Umständen stemmbar ist, beziehungsweise der Austausch bei einem alten, baufälligen Haus kaum noch Sinn ergibt. Das heißt, niemand, bei 80-Jährigen wird automatisch davon ausgegangen, dass es eine unzulässige Härte darstellt, deshalb diese Zahl 80 Jahre. Und bei allen anderen, bei dieser Personengruppe wird das eben nicht mehr nachgeprüft aufgrund des Alters. Bei allen anderen wird individuell von Amts wegen geprüft. Wie lange diese Pflicht zum Austausch zum Beispiel dann, also abgesehen jetzt von den 80-Jährigen, bestehen würde, entscheidet dann die Landesbehörde selbstständig. Das ist also relativ kompliziert. Herr Steiner? Ja, zum einen ans BMWK die Frage nach der doch sehr, sehr sportlichen Frist für die Länder- und Verbändeanhörung bis Ostern. Wenn das heute verschickt wurde, sind es ja netto keine 4 Tage. Das ist ja extrem kurz. Glauben Sie denn, dass Sie da qualitativ gutes Feedback in der Zeit erhalten und dass das nicht wieder in einem Fiasko endet wie bei manch anderem überstürzten Gesetzentwurf der vergangenen Monate? Also es ist richtig, wir haben heute die Länder- und Verbändeanhörung eingeleitet. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Ressortabstimmung seit März bereits läuft, seit Anfang März. Und mir, glaube ich, kein Verband bekannt ist, der den Entwurf von Anfang März nicht kennt. Und insofern gibt es ja schon eine sehr lange Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Entwurf. Natürlich gab es jetzt nochmal Änderungen, aber wenn ich richtig gezählt habe, lassen die sich auf 8 große Punkte zusammenfassen. Und insofern, glaube ich, gibt es eine sehr lange Diskussion. Jetzt kann man sich nochmal mit dem aktuellen und dem final geeinten Entwurf auseinandersetzen. Aber diskutiert wird das Gesetz ja seit Anfang März. Dann nochmal eine Nachfrage ans BMWSB, weil tatsächlich diese Frage der 80-Jährigen und der unzulässigen Härte, das ist ja eine Vermutungsregel, die schon recht speziell ist. Reine Sachfrage, gilt das nur für selbstgenutztes
Wohneigentum oder gilt das auch für sonstiges Wohneigentum? Selbstgenutztes Wohneigentum. Danke. Weitere Fragen zu diesem Thema habe ich nicht gesehen. Dann wechseln wir wieder das Thema und sind beim Besuch des Wirtschaftsministers in der Ukraine. Dazu hat Frau Slawik eine Frage. Vielen Dank. Ja, der Herr Minister hat gesagt, er wolle erst in die Ukraine reisen, wenn er etwas mitbringen kann. Vielleicht könnten Sie sagen, was genau bringt er denn jetzt mit? Also das konkrete Investitionsentscheidungen und wenn ja, haben die ein Finanzvolumen? Danke. Ich kann zunächst bestätigen, so wie es ja auch schon berichtet wurde, dass Minister Habeck heute Morgen in Kiew eingetroffen ist. Er hat sich selbst dann ja vor Ort zum Ziel der Reise geäußert. Es ist ihm eben wichtig, nochmal das Zeichen der Solidarität zu senden, dass die Bundesregierung an der Seite der Ukraine steht und das eben nicht nur in der Notsituation, sondern auch darüber hinaus, wenn man dann irgendwann auch wieder über wirtschaftlichen Aufbau reden kann. Er hat dann heute Morgen das Umspannwerk des Energiekonzerns Ukrenergo besichtigt. Ich muss aber um Verständnis bitten, dass ich, wie das bei diesen Reisen und den berührten Sicherheitsinteressen nach Kiew üblich ist, ich immer nur im Rückschau antworten kann. Ich kann nicht vorausschauend antworten. Da bitte ich um Verständnis. Das hat Sicherheitsgründe. Das war jetzt aber nicht meine Frage. Meine Frage war ja, gibt es konkrete Investitionsentscheidungen, die der Minister als Gastgeschenk mitgebracht hat und wenn ja, in welchem Ausmaß? Und wir werden darüber informieren, sobald das eben möglich ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht mehr als das Gesagte antworten. Aber die Investitionsentscheidungen sind ja nicht sicherheitsrelevant. Ich bitte um Verständnis, dass es ein gewisses verabredetes Vorgehen gibt, wie in diesen Reisen informiert wird. Und so handhaben wir es auch diesmal. Frau Slawik, ich habe viele andere noch auf der Liste. Der nächste ist Herr Krämer. Ich nehme Sie aber gern wieder drauf, wenn Sie mögen. Ja, ich hätte eigentlich auch eine Frage eher nach vorne blickt. Wie lange bleibt er denn? Können Sie das zumindest vage sagen? Das kann ich nicht, da bitte ich um Verständnis. Okay. Herr Lange? Das hilft auch nichts, wenn wir unter drei gehen, Frau Baron. Also, weil ich kann an dieser Stelle auch nicht unter drei gehen, okay. Das tut mir leid. Können Sie mir sagen, welche Mitglieder in der Wirtschaftsdelegation dabei sind, wenn Sie es nicht schon veröffentlicht haben? Ich weiß es nicht. Es ist eine Wirtschaftsdelegation dabei, das ist richtig. Die Liste werden wir nach der Reise veröffentlichen, auch das aus den genannten Gründen. Einige Mitglieder der Reise haben sich ja schon öffentlich geäußert, so dass ich es nennen kann. So hat sich der BDI-Chef Roswurm bereits geäußert. Er ist also Teil der Wirtschaftsdelegation. Für alles Weitere muss ich um Geduld bitten. Dann weitere Fragen zu dem Thema. Herr Steiner. Ja, nur ganz kurz. Kann man davon auch ausgehen, dass auch Vertreter der Rüstungsindustrie mit auf Reise sind? Ich würde da wirklich um Geduld bitten. Nach der Reise werden wir die Liste der Wirtschaftsdelegation veröffentlichen können. Während der Reise kann ich das nicht tun. Dann sehe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Ein Thema vorab wurde mir auch genannt von Frau Fehnohr. Es geht um den Atomausstieg. Genau, das geht ans Umweltministerium. Und zwar würde ich gerne wissen, was hat denn jetzt eigentlich so aus der Retroperspektive die Verlängerung der AKWs an Energie gebracht? Also haben wir uns damit ein Kohlekraftwerk gespart? Was gibt es da zu zahlen? Was ist da die Einschätzung? Entschuldigung. Es ist ja so, dass die Atomkraftwerke im letzten Jahr gelaufen sind, dann sind Kohlekraftwerke dazugekommen. Jetzt hat es einen Streckbetrieb gegeben, der am 15. April beendet wird. Das heißt, das ist eine parallele Entwicklung. Die genauen Zahlen, ob und wenn die vorliegen, müsste ich bitte ans BMWK abgeben, ans Energieministerium. Ich kann Ihnen da jetzt keine konkreten Zahlen liefern. Ich weiß auch nicht, ob wir das können. Wir prüfen das gern. In der Sache ist es ja so, dass wir im europäischen Strombinnenmarkt agieren und damit ja immer sozusagen Stromfluss aus Deutschland heraus stattfindet, nach Frankreich, nach Italien, aber natürlich auch umgekehrt von Frankreich nach Deutschland. Insofern müsste ich prüfen, ob wir die Frage beantworten können. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Küstner ein neues Thema mit der Überschrift Regierungsflieger. Genau, ein Thema, mit dem sich das Ministerium von Herrn Kollatz auch am Wochenende
schon beschäftigt hat. Zumindest haben Sie ja darauf reagiert. Es geht um Berichte, dass die sogenannte weiße Flotte der Regierungsflieger, also die neuen A350, nicht mehr mit Raketenabwehrsystemen ausgestattet werden sollen. Können Sie vielleicht noch mal erläutern, warum das aus Ihrer Sicht nicht geschehen soll? Sind das rein finanzielle Gründe? Naja, vielleicht kurz zur Einordnung auch vom Ergebnis des Wochenendes. Es läuft eine Prüfung. Eine Entscheidung ist nicht gefallen. Tatsächlich ist es so, dass wir mit dem A350 ein neues Flugzeug in der Luftfahrzeugflotte der Flugbereitschaft erhalten haben und im Zuge der Einführung natürlich auch die Firma gebeten wurde, zu prüfen, ob solche Schutzsysteme integrierbar sind. Da haben wir jetzt eine Antwort, dass das grundsätzlich technisch machbar ist. So haben wir es ja auch über unsere Pressemitteilung kundgetan. Und jetzt berechnet werden muss, was das für ein Aufwand ist und wie hoch die Kosten sind. Die sind erheblich. Und derzeit laufen Prüfungen, ob wir nicht mit der bestehenden, bereits geschützten Flotte den Schutzbedarf der Regierung aufnehmen können und Reisen so planen können, dass wir auch ohne eine Einrüstung in den A350 allen Schutzbedarfen nachkommen können. Die Entscheidung dazu, nochmal, ist nicht gefallen. Es gilt hier alle Belange. Und Schutz steht natürlich in oberer Kategorie zu berücksichtigen, aber eben auch die Belange des Haushalts, die uns ja ohnehin auch schon heute hier beschäftigt haben. Und da bemühen wir uns natürlich darum, allem gerecht zu werden. Nachfrage. Nun gibt es ja eine veränderte Sicherheitslage seit dem 24. Februar vergangenen Jahres in Europa. Wäre es da nicht sinnvoll, auf mehr Schutz zu setzen grundsätzlich? Ist mir auch schon aufgefallen, dass es da eine andere Sicherheitslage gibt. Diese Änderung ist in dem, was ich eben gesagt habe, bereits berücksichtigt. Weitere Fragen, Herr Steiner? Herr Koller, also nur damit ich es richtig verstehe, das heißt, Sie überlegen, ob diese A350 ausschließlich für, ich sag mal, unkritische Flüge eingesetzt werden können und das, was Sie bislang im Bestand haben bei den Regierungsfliegern, dass das dann auch die kritischeren Flüge machen kann. Ist das korrekt? Das könnte so Teil der Erwägung sein. Ich weise ja darauf hin, dass wir insbesondere dort, wo eine Bedrohung oft konkret gegeben ist, in den Einsätzen auf geschützte Flugzeuge der Bundeswehr zurückgreifen. Insbesondere A400M ist hier zu nennen. Aber auch andere Flugzeuge der Flugbereitschaft sind bereits mit Schutzsystemen ausgestattet. Und jetzt nochmal, es kommt darauf an, jetzt abzuwägen, was machbar ist, auch unter den gegebenen, bereits vorhandenen geschützten Systemen an Bedarf seitens der Bundesregierung auch sicher unterstützen zu können. Die A350 sind natürlich als Typ besonders für Langstreckenflüge konzipiert. Ist das realistisch, dass Sie entsprechend dann Flugrouten auch so umlegen können, dass der A350 dann auch nur über sicheres Gebiet fliegt? Jetzt sind Sie schon sehr tief in Spekulationen über Folgeentscheidungen angelangt. Die möchte ich und kann ich hier leider auch so nicht unterstützen. Sie haben es ja gesagt, der A350 hat eine sehr große Reichweite und sicherlich wäre da viel machbar. Herr Küstner nochmal. Ja, vielleicht nochmal an die Ressorts gefragt, an die ja die Abfrage jetzt gegangen ist, was, glaube ich, das Auswärtige Amt wäre und das Kanzleramt, wie weit die Prüfung da fortgeschritten ist. Ich habe dem, was Herr Kollatz gesagt hat, hier jetzt nichts hinzuzufügen. Wir warten sehr gelassen das Ergebnis ab. Die Prüfung wurde ja auch auf unsere Initiative hin veranlasst und ich werde Sie hier gerne informieren, sobald das Ergebnis am Horizont erkennbar ist. Aber Sie prüfen schon oder Sie prüfen noch nicht, Frau Hoffmann? Das Verteidigungsministerium prüft. Da bin ich jetzt verwirrt, weil ich ja dachte, dass die Abfrage an die Ressorts gegangen sei und dort also jetzt die, geprüft wird. Die Prüfung darüber, wie in Zukunft die Praxis sein soll, wird ja unter der Leitung des Verteidigungsministeriums, findet unter der Leitung des Verteidigungsministeriums statt. Und das Verteidigungsministerium hat einzelne Häuser abgefragt. Und dazu kann ich jetzt im Moment für das Kanzleramt nichts sagen. Wir stehen in guten und vertrauensvollen Austausch. Wie immer. Herr Feldhoff, war das eine Meldung zu dem Thema? Ja. Herr Kollatz, beinhaltet diese Abfrage und die damit verbundene Prüfung rein nur die monetäre und die Sicherheitsaspekte? Oder sind auch Fragen nach Bequemlichkeit und Ähnlichem und Wünschen von hochgestellten Persönlichkeiten Teil dieser Abfrage? Also was dem Kanzler gefällt oder nicht gefällt? Die Abfragen sind an der Zweckmäßigkeit ausgerichtet.
weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Frau Kostolnik ein neues Thema zur Rinderhaltung, für das wir das BMEL-Fonds bräuchten. Vielleicht warten wir noch den Sitzplatzwechsel ab, bevor Sie Ihre Frage stellen. Ja, vielen Dank. Es geht tatsächlich um die Rinderhaltung. Da gibt es ja im Moment kaum Regelungen. Jetzt hat Greenpeace so ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, wo gefordert wird, dass Ihr Ministerium einen Vorschlag für nationale Mindestvorgaben vorlegt. Welchen Handlungsbedarf sieht Ihr Ministerium bei Regelungen für Rinderhaltung? Ich darf erst mal vorausschicken, dass Greenpeace das Rechtsgutachten meines Wissens gerade parallel vorstellt. Da bitte ich um Verständnis, dass wir uns hier zu Details nicht äußern können. Was ich Ihnen aber generell gerne dazu sagen kann, ist Folgendes. Unser Ziel ist, den Tierschutz nachhaltig und auch für alle Tiere umfassend zu verbessern. Deshalb haben wir in dem Koalitionsvertrag auch vereinbart, dass bestehende Lücken, und genau das haben Sie ja gerade angesprochen, in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung geschlossen werden. Das gehen wir an und erarbeiten spezifische Haltungsanforderungen dazu. Ich darf Ihnen dazu auch schon ein Beispiel geben. Mir ist klar, dass Greenpeace sich da auf die Rinderhaltung bezogen hat. Wir haben jedoch im Bereich der Putenhaltung, dass hier auch einige Mängel gibt und auch keine EU- oder nationalen spezifischen Vorschriften, haben wir auch schon Eckpunkte vorgelegt, um Ihnen zu zeigen, wir sind an dem Thema dran. In der Tat sehen wir weiteren Handlungsbedarf und werden die Punkte auch bei der anstehenden Änderung des Tierschutzgesetzes berücksichtigen. Auch die Thematik der nicht kurativen Eingriffe, die ja auch immer häufig thematisiert werden, die haben Sie jetzt gerade nicht angesprochen, aber auch die werden wir bei der Änderung des Tierschutzgesetzes angehen. Ziel ist es auch, die zu beenden oder zu reduzieren und die Belastungen der Tiere durch Vorgaben zur Schmerzausschaltung zu vermindern. Bevor Sie nachfragen, nochmal die Info. Die Änderungen des Tierschutzgesetzes sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Und da werden natürlich auch wie im üblichen Verfahren die Länder und die Verbände beteiligt. Das vielleicht auch noch mit Blick auf Greenpeace. Und unabhängig davon ist es uns auch wichtig, das hat der Minister auch schon mehrfach deutlich gemacht, werden wir uns auch auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass im europäischen Tierschutzrecht spezifische Mindestanforderungen an das Halten von Rindern und Milchkühen aufgenommen werden. Denn es bringt ja nichts, das nur in Deutschland zu tun, und im Nachbarland ist es weiter möglich. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ich habe noch eine Nachfrage. Rinderhaltung, ne, ist das Thema klar. Diese Anbindehaltung soll innerhalb von 10 Jahren beendet werden, steht im Koalitionsvertrag. Wie wollen Sie das erreichen und warum nicht früher als 10 Jahre? Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, also vielleicht mal vorausgeschickt, es besteht kein Zweifel, dass die Anbindehaltung mit einer deutlichen Einschränkung der artgerechten Verhaltensweise der Tiere verbunden ist. Das ist uns klar, das führt zu erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den Tieren. Deshalb ist es das Ziel, die dauerhafte Anbindehaltung grundsätzlich zu verbieten. Sie haben auf den Koalitionsvertrag hingewiesen, zu Recht. Ich habe Ihnen gerade angekündigt, dass das Tierschutzgesetz geändert wird oder geändert werden soll, dass es auch noch in diesem Jahr erfolgen soll, also zeitnah, und wir werden es da berücksichtigen. Herr Steiner. Ja, Frau Großhans, kurze Frage dazu. Entstehen denn durch die Änderung des Tierschutzgesetzes zusätzliche Haushaltsaufwände, hier hinten in der Reihe, entstehen dadurch zusätzliche Haushaltsaufwände, und ist das mit dem Finanzminister bereits geklärt? Dazu kann ich Ihnen nur nichts sagen, da bitte ich um Verständnis. Aber das müsste ja im Haushaltsentwurf jetzt angedacht sein und müsste entsprechend schon angemeldet werden. Ich habe Ihnen gesagt, wir gehen das an. Details kann ich Ihnen dazu nur leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen, aber wir werden Sie natürlich informieren.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Wir sind in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten und ich habe jetzt noch 4 neue Themen auf der Liste. Das nur zum Zwischenstand und würde es dabei gerne bewenden lassen. Das sind einmal Frau Slavik, Herr Tufik-Nia, Frau Dudin und Herr Jessen mit 9 Themen. Frau Slavik beginnt und es geht um Cannabis. Achso, dann brauchen wir wieder das Gesundheitsministerium vorne, vermute ich. Herr Gülde, es gibt verschiedene Medienberichte, wonach im Gesundheitsministerium überlegt wird, Modellregionen für die Cannabis-Legalisierung einzuführen. Können Sie das bestätigen? Und wie würde das Ministerium verhindern wollen, dass Horden von Cannabis-Freunden dann in diese Modellregionen einfallen? Frau Slavik, es bleibt bei meinen Ausführungen von vergangener Woche. Ich habe jetzt mal keinen aktuellen Stand für Sie. Die Gespräche dazu laufen und wir werden in Kürze, das hat ja der Minister am Freitag angekündigt, einen entsprechenden Entwurf auch präsentieren. Können Sie in Kürze ein bisschen konkretisieren? Nee, leider nicht. Alles klar. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir weiter bei Herrn Tufik-Nia und es geht um den Iran. Herr Burger, der iranische Außenminister hat gesagt, dass es in der Wiederbelebung der Nukleargespräche eine Annäherung gab. Können Sie eine solche Aussage bestätigen? Es tut mir leid, ich kenne die Aussage nicht. Ich muss das nachreichen. Okay. Dann sehe ich auch dazu keine weiteren Fragen. Dann macht Frau Dudin weiter mit dem Thema Zustellförderung Zeitungen. Genau, meine Frage geht an Frau Baron. Sie hatten am Freitag ein Gutachten dazu veröffentlicht. Heißt das, die Zuständigkeit innerhalb der Bundesregierung ist jetzt geklärt, dass die Zuständigkeit bei Ihnen liegt? Ja, wir hatten in der Tat ein Gutachten zum Thema Presseförderung veröffentlicht. Das war ein Gutachten, welches noch in der alten Legislatur vergeben wurde. In der neuen Legislatur haben wir keine Zuständigkeit für das Thema Presseförderung. Aber Sie hatten ja eigentlich auf das Gutachten gewartet und das Gutachten sagt auch relativ klar, dass das Programm abgewickelt werden könnte über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, was ja Ihnen untergeordnet ist. Worauf warten Sie jetzt, bis Sie feststellen, wer zuständig ist? Also nochmal, die Studie wurde in der alten Legislatur noch vergeben. Wir haben eine Veröffentlichungspflicht, der sind wir nachgekommen. Wir haben in dieser Legislaturperiode keine Zuständigkeit für das Thema. Herr Feldhoff. Frau Hoffmann, eine Lernfrage. Wer kümmert sich denn jetzt um die Zuständigkeitsverteilung? Ist das das Kanzleramt, das sozusagen das jetzt zuweist oder ist dem eine juristische Prüfung vorausgehend, die irgendjemand anders machen muss? Also das Kanzleramt hat dieses Thema natürlich seit Beginn der Legislaturperiode im Blick. Das ist ja im Koalitionsvertrag auch ausdrücklich vereinbart worden, dass verschiedene Fördermodelle zu prüfen sind und die Herausforderungen, vor denen die Presse durch den Wandel auch der Medienlandschaft und der Mediensituation steht, erfordert auch, dass wir das sehr gründlich prüfen und wir sind da auch entschlossen zu handeln. Die Zuständigkeit wird derzeit noch innerhalb der Bundesregierung festgelegt. Frau Dudin nochmal. Wenn die Bundesregierung die Zuständigkeit prüfen will, wer ist denn dafür zuständig? Da sieht sich das Kanzleramt schon in einer Rolle. Herr Steiner. Da es gerade so beliebt ist, wenn eine Förderung stattfinden soll, ist sie haushaltsrelevant. Wer würde es denn anmelden? Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, darüber zu spekulieren, solange nicht klar ist. Wir sind ja dabei zu schauen, welche Fördermodelle wären denkbar. Und wie gesagt, die Zuständigkeit wird festgelegt. Also darüber zu spekulieren, was dann wäre, wenn, macht an dieser Stelle keinen Sinn. Es geht ja um das ganz Konkrete. Es geht ja um die Frage, wenn eine Förderung stattfinden soll, muss sie etatisiert genau, werden. Das ist nicht konkret, sondern das ist eine Fragestellung, eine Wenn-Dann-Fragestellung. Und das macht jetzt in diesem Moment keinen Sinn, darauf zu antworten. Okay, das heißt, die Förderung als solche ist noch nicht, obwohl sie so im Koalitionsvertrag steht. Im Koalitionsvertrag steht ja, dass man verschiedene Fördermodelle prüfen will. Und dabei würde ich es jetzt auch belassen, ja, bei dieser Aussage.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann macht Herr Jessen das für heute letzte Thema auf. Ja, Frage geht an Frau Hoffmann. Dem Vernehmen nach möchte EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen gerne Nachfolgerin des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg werden, der im Herbst von seinem Amt niederliegt. Eine Reihe europäischer NATO-Mitglieder unterstütze eine solche Bewerbung, ist zu hören. Gehört Deutschland, die Bundesregierung zu den Unterstützernationen? Das kommentieren wir von dieser Stelle hier nicht. Dann frage ich Herrn Kollatz, ist aus fachlicher Sicht die ehemalige Bundesverteidigungsministerin geeignet, eine solche Funktion wahrzunehmen? Ich sehe seitens des BMVG keine Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen. Schade. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Bevor Sie jetzt aber alle aufstehen, wir haben noch eine Nachlieferung und eine Korrektur, wenn ich es richtig verstanden habe. Die nehmen wir dann heute noch mit. Dann fangen Sie am besten an, Frau Steffen. Danke. Ja, wer sich vordrängelt, sollte auch immer das Richtige sagen. Herr Steiner, Ihre Frage war selbstnutzende Ja, Nein. Hier nochmal die Korrektur von meiner Fachebene. Alle über 80-Jährigen, egal ob Selbstnutzende oder nicht, also die Zahl 80 ist da relevant, aber nur im Havariefall, nicht wenn sie freiwillig austauschen. Das ist die korrekte Antwort. Also 80-Jährige sind ausgenommen, müssen ihre Heizung nicht austauschen. Nochmal eine Nachfrage, Herr Steiner. Ja, ganz kurz, direkt dazu. Das heißt, vollkommen unabhängig, ob ich es selbst nutze oder ob ich es vermiete, im Havariefall muss ich nicht austauschen, sobald ich über 80 bin. Ich glaube, das bezieht sich eher, wenn Sie dann sozusagen Mieter sind und 80 sind. Aber okay, also ich sehe, Sie sehen, je mehr man nachfragt, desto mehr Fragen entstehen auch bei mir im Kopf. Ich frage nochmal nach. Danke. Dann können wir das vielleicht über den Verteiler klären. Mach ich gerne. Wir haben die Nachlieferung noch der Zahl vermutlich aus dem Familienministerium. Ja, vielen Dank. Wie schon angedeutet, es handelt sich um eine verhältnismäßig geringe Summe für die Vorbereitung der Einführung der Kindergrundsicherung ist für den Haushalt 2024 nicht ganz 3 Millionen Euro angemeldet. Dazu sehe ich keine weiteren Nachfragen mehr. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen und beende die Pressekonferenz. Tschüss. Danke.